Frau Professor Castiglione, was ist das Besondere an der HERA-Studie? Die HERA-Studie ist eine von mehreren Studien, die den großen Vorteil von Trastuzumab in der adjuvanten Behandlung des HER2 überexprimierenden Mammakarzinom zeigt. Was sind die Ergebnisse respektive was ist die klinische Relevanz dieser Ergebnisse? Die Ergebnisse, die sind zuerst einmal schon vor Jahren publiziert worden und sie zeigten, dass dieses Trastuzumab einen großen Vorteil den Patientinnen gibt im Vergleich zu Patientinnen, die kein Trastuzumab erhalten haben. Und die jetzige Präsentation, die diskutiert eigentlich den Vergleich der 2 Jahre versus ein Jahr Trastuzumab. Und dort sieht man eigentlich, dass 2 Jahre nicht besser sind als ein Jahr. Das hat eine sehr große Bedeutung, glaube ich, weil, wie Sie wissen, diese Behandlungen sind sehr teuer. Und wenn es doppelt so viel kosten würde, wäre es wahrscheinlich für unser Gesundheitswesen eine kleine Katastrophe. Gibt es zu dieser Studie noch eine Take-Home-Message? Ich glaube, es gibt eine Take-Home-Message, weil wahrscheinlich eine eher biologische Take-Home-Message. Wir haben ein bisschen die Tendenz, dass wir denken, dass diese gezielte Therapien sehr lange dauern sollen. Und da haben wir im Grunde genommen erste Hinweise, dass eine längere Behandlung nicht mehr Vorteile bringt als eine beschränkte von einem Jahr.